ich nochmal. Ich wollte gerne noch was hinzufügen, habe ich vorhin vergessen. Und zwar, das mit dem Stundenlohn oder der Arbeitsleistung täglich, kann jeder gerne mal in sich gehen oder mal recherchieren. Es gab ja in der Vergangenheit ganz viele Philosophen, die das ja auch schon gemacht haben, wo die gesunde Arbeitszeit liegt, tagtäglich. Und die lauten französischen Philosophen, ich komme jetzt gerade auf seinen Namen nicht, liegt die gesunde Arbeitszeit zwischen 3 und 5 Stunden täglich. Natürlich auch mit Ruhephasen, also Wochenenden. Und ja, da kann man sich natürlich jetzt streiten. Ja, gerade die Deutschen, die fleißigen Bienchen und Ameisen, ja, die natürlich von morgens bis abends gerne arbeiten und nach dem Motto leben, ich lebe für die Arbeit und der Rest der Welt arbeitet, um zu leben. Naja, aber auch das ist ein anderes Thema. Kommen wir zurück. Also, 3 Stunden am Tag langen vollkommen. Das habe ich jetzt für mich rausgefunden, weil es gibt noch ganz vieles drumherum, was den ganzen Tag erledigt werden muss. Ja, ich könnte euch jetzt ein Lied singen, aber ich glaube, ihr habt selbst auch genug erlebt und Erfahrung und dass ihr selbst wisst, wie das Hamsterrad uns manchmal im Griff hat. Ja, egal, ob es jetzt die Kinder abholen ist, vom Kindergarten oder von der Schule, ja, oder einkaufen, zur Post gehen, zur Bank gehen. Ja, und da habe ich jetzt noch nicht mal unsere Hobbys jetzt aufgezählt. Ja, ob der andere jetzt Yoga macht oder Fußballtraining, Basketballtraining, ja, egal was es ist, ja, es kostet alles Zeit. So, und das alles in einen Tag zu packen, ja, oder über die ganze Woche verteilt, ist schon eine riesen Herausforderung, finde ich jetzt. Ja, klar, die ganzen Zombies da draußen, die nur funktionieren, die sagen, ach, das ist doch kein Problem. Ja, das mache ich hier. Ich habe doch hier einen Terminkalender. Ja, kein Wunder, dass hier der Luciano nicht drauf klarkommt, Mowgli. Ja, aber glaubt mir mal was. Das Leben, was ich führe, ist wesentlich gesünder als das, was da draußen so abgeht und uns vorgemacht wird oder vorgelebt wird. Aber auch darauf werde ich noch in den nächsten Videos alles eingehen. Und ja, überlegt euch bitte, ich möchte jetzt hier nichts festlegen. Ihr merkt, ich rede so ein bisschen um den heißen Brei herum. Ja, weil wer bin ich schon, dass ich jetzt hier für alle jetzt irgendeinen Preis ausmachen muss. Ja, aber geht mal in euch. Ja, das ist so mein Hauptwunsch jetzt gerade. Ja, dass wir uns auf irgendwas einigen. Ja, weil, wie gesagt, es kann nicht sein, dass Leute, genau, ich habe ja ein riesen Netzwerk mittlerweile. Ich tausche mich ja aus, auch mit anderen. Und die erzählen mir, dass im Ausland zum Beispiel einige jetzt natürlich ausgewandert sind, gerade durch diese prekäre Situation. Und ihr müsst euch vorstellen, da tun Leute auswandern mit Hunderttausenden Euro im Säckel, ja, oder auf der Bank und sind dann so geizig, in Anführungszeichen, ein bisschen mehr zu geben. Ja. Bedeutet, die sind ja alle irgendwie so eingestimmt irgendwie auf diese 10 Euro pro Stunde. Ne? Was kann man mit 10 Euro die Stunde heutzutage machen? Ne? Ihr wisst selbst, dass wenn ihr einen Einkaufswagen halb voll macht, gerade mit Bio-Nahrung oder Demeter oder Rohkost, egal was ist, oder ob ihr zum Bauer geht, ja, das ist alles. Es kostet alles, ja, und das mit 10 Euro kommst du nicht weit, ja. Ist klar, dass man dann 10 Stunden am Tag arbeiten muss, damit man dann am Ende sich mal einen Kinobesuch leisten kann, ja, oder eine Frau, oder, ja, eine Frau an der Seite, meine ich jetzt, ja, also praktisch eine Freundin, mit der man ausgehen kann. So, und dann noch viele andere Dinge.
Also zurück zum Thema. Verkauft euch bitte nicht unter Wert und verhandelt manchmal auch nach, wenn es möglich ist. Ansonsten geht. Ja, zeigt ihnen auch mal die kalte Schulter, dass ihr das nicht mit euch machen lasst. Ja, weil das ist ganz wichtig. Ja, ich kann nämlich nur noch ein Beispiel zum Schluss jetzt erwähnen, was mir vor ein paar Jahren schon aufgefallen ist. Die ganzen Studenten da draußen zum Beispiel. Ja, gerade in den Studentenstädten, die arbeiten ja für ein Appel und ein Ei, also für ja, den halben Stundensatz sogar. Ja, die nehmen sich gegenseitig die Stellen weg. Das ist damals meiner Ex-Freundin passiert. Die hat mal eine Zeit lang für einen Bäcker gearbeitet. Ja, und da hat sie mir erzählt, die haben sich da gebettelt oder gestritten für 5, 6 Euro die Stunde. Ja. Natürlich hat der, der am wenigsten genommen hat oder verlangt hat, natürlich die Stelle bekommen. Es müsst ihr euch mal geben, für 5, 6 Euro. Ja, und da gab es schon Stundenlohn. Mindestlohn, meine ich. So. Also, wie ihr seht, wir haben so viel zu heilen, aufzuarbeiten, zu verbessern. Ja, und bei so kleinen Dingen können wir anfangen, wo wir dann noch in Verhandlung gehen können. Ja, weil im Großen ist momentan nicht viel zu holen. Ja. Was willst du mit den Pappnasen in Berlin da großartig verhandeln? Ja. Aber jetzt hier so im Kleinen, deswegen sehe ich da jetzt gerade das Potenzial und das Wichtige darin, dass wir miteinander kommunizieren, reden, verhandeln. Okay? Also tu dir und mir und uns allen einen Gefallen und verhandel gut. Ja, also braucht keiner unter Wert zu arbeiten. Und bitte haltet euer Wort. Ja, wenn ihr was ausgemacht habt, dann steht dazu. Und damit ein Vertrauen aufgebaut werden kann und damit das Ganze auch natürlich ein bisschen Spaß macht. Ja, das wäre sehr wünschenswert. Alles klar, macht's gut, ciao.